Ich habe mit $30 Gratiskapital innerhalb von 13 Tagen 171% auszahlbaren Profit gemacht. Und das komplett legal mit dem Pionex Futurist Grid Bond. Und das sogar ohne einen einzigen Cent dafür zu investieren. Ich zeige euch im heutigen Video, wie ihr nicht nur $30, sondern $50 Gratiskapital bekommt, um den Futurist Grid Bond selber auszutesten. Und sämtliche Profite, die ihr damit erwirtschaftet, dürft ihr bedingungslos auszahlen. Dieser Deal ist ausschließlich für meine Community. Also, wenn du diese $50 erhalten willst, musst du dich unten in der Beschreibung mit meinem Link bei Pionex registrieren. Außerdem habe ich noch ein geiles Gewinnspiel für euch, denn es gibt insgesamt ein $2.500 Gewinnpool. Und wenn du wissen willst, wie du daran teilhaben kannst und dir einen Teil dieses Preises sichern kannst, dann bleib bis zum Ende des Videos. Und damit ihr sehen könnt, was auch dieses kleine Geld von 30 bzw. jetzt $50 bringen kann, hier noch ein paar weitere Resultate, die ich erzielt habe. Über 150% in nur 9 Tagen mit AudiUSDT Futurist Gridbot. 160% in 12 Tagen mit Uniswap and USDT. FlokiUSDT Gridbot hat mir knapp 40% in 12 Tagen erwirtschaftet. Mit Pepe habe ich knapp 70% in 13 Tagen geschafft. Und mit Uniswap sogar knappe 200% in unter einem Monat. Und denkt daran, das alles ohne einen einzigen Cent zu investieren und sämtliche Profite sind auszahlbar. Ich nutze Pionex schon seit einigen Monaten und bin super zufrieden mit der Exchange, weshalb ich hier auch einen mittleren fünfstelligen Betrag in Pionex investiert habe, sowohl in DCA als auch in Futurist Gridbots. Im vorherigen Video habe ich euch schon mal ein Video zu DCA-Bots gemacht, habe euch erklärt, wie das auf der Plattform von Pionex funktioniert und auch natürlich, wie ihr euren eigenen DCA-Bot selbst ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen aufsetzen könnt und erfolgreiche Strategien kopieren könnt. Im heutigen Video widmen wir uns den Futurist Gridbots. Wir schauen uns an, was Futurist ist und was es zu DCA-Bots unterscheidet. Wir schauen uns an, wie ihr eure $50 bekommen könnt, damit ihr den Futurist Gridbot kostenfrei und ohne Risiko testen könnt. Ich erkläre euch auch, wie der Futurist Gridbot funktioniert und wie ihr erfolgreiche Strategien einfach kopieren könnt, selbst wenn ihr keine Erfahrung habt oder irgendwelche Vorkenntnisse. Last but not least schauen wir uns noch an, wie ihr euren eigenen Bot erstellen könnt oder die Strategie entsprechend anpassen könnt, sodass es nach euren Bedürfnissen läuft. Und wer Interesse an Futurist Gridbots hat, sollte definitiv bis zum Ende bleiben, denn während des Videos gebe ich euch auch noch sehr viele hilfreiche Tipps, die euch helfen, mit den Futurist Gridbots erfolgreich zu sein und nicht liquidiert zu werden. Und vergesst nicht, es gibt ja auch noch ein $2.500 Preispool. Aber bevor wir starten, wie immer der Haftungsausschluss. Ich bin keine Anlageberaterin oder ähnliches. Ich zeige euch auf meinem Channel lediglich meine Erfahrungen und meine Meinung und meine Resultate. Krypto ist immer mit High Risk verbunden, sprich, ihr habt immer die Chance, auch dass ihr euer komplettes Investment verliert und erst recht, wenn ihr Futurist tradet. Was ist Futurist bzw. Futurist Trading? Ganz einfach erklärt, ist Futurist Trading ein Vertrag zwischen dir und Partei B, einer Exchange oder einem Broker, dass ihr ein bestimmtes Asset, wie zum Beispiel eine Kryptowährung, zu einem bestimmten Preis in der Zukunft kaufen oder verkaufen werdet. Und im Endeffekt leihen wir uns damit dann auch Gelder, um hier mit einem Hebel arbeiten zu können und mehr Profite zu erwirtschaften. Und dadurch, dass wir hier aber mit einem Hebel dann arbeiten, haben wir auch ein höheres Risiko, unser komplettes Investment zu verlieren. Sollte ein Asset bzw. in dem Fall eine Kryptowährung in die entgegengesetzte Richtung gehen, als wir vorhergesagt haben, dann kann es ab einem bestimmten Preiswert zu einer Liquidation kommen. Also nehmen wir an, wir sind long eingestellt, also bullish, dass der Preis hochgeht für eine bestimmte Kryptowährung. Und wir haben diesen Trade mit einem Futurist Trade gesetzt. Was passiert jetzt aber, wenn die Kryptowährung im Gegensatz unserer Vorhersage fällt? Ein bisschen fallen ist nicht schlimm, das ist alles noch gecovert. Aber wenn es doch
deutlich mehr fallen sollte, dann werden wir liquidiert. Und wenn wir so ein Futures Contract haben, können wir zwischen verschiedenen Hebeln wählen. Manchmal ist es nur ein 5x, manchmal ein 10x, aber es gibt auch 50x oder 200x. Und je höher der Leverage ist, je höher der Hebel ist, umso geringer kann der Preisunterschied sein, bevor ihr liquidiert werdet. Also zusammengefasst, kleinerer Hebel, weniger Risiko, aber auch weniger Profite. Mit größerem Hebel habt ihr deutlich höheres Risiko und auch deutlich höhere Profite, die ihr mitnehmen könnt. Je nach eurer Investmentstrategie und eurem Risikomanagement seid ihr hier natürlich komplett auf euch überlassen. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen Futures Trading und Spot Trading? Das ist relativ einfach. Spot Trading bedeutet, wir kaufen jetzt zu dem aktuellen Marktpreis ein Asset und wenn der Asset an Wert gewinnt, haben wir automatisch auch mehr Wert, können ihn zu jeder Zeit verkaufen und sollte der Wert fallen, verlieren wir natürlich auch Wert an unser Asset. Immer 1:1, da wir hier komplett ohne Hebel arbeiten. Bei Futures Trading, wie bereits erklärt, ist das ein bisschen anders. Hier arbeiten wir mit einem Hebel und entsprechend ist das Risiko deutlich höher eines Totalverlustes. Wenn wir Spot Trading machen, kann natürlich sein, gerade in Krypto, dass der Wert gegen Null läuft und wir entsprechend einen Komplettverlust haben. Bei Spot Trading hingegen reicht aber vielleicht schon ein 15%, je nachdem welches Leverage ihr habt, um komplett liquidiert zu werden und euer gesamtes Asset zu verlieren. Also zusammengefasst, Futures Trading bietet uns die Möglichkeit, deutlich mehr Profite zu erwirtschaften, aber auch mit einem höheren Risiko, während Spot Trading einfacher ist. Es ist weniger risikoreich, dafür bringt es auch weniger Profite. Wenn du ein Neuling im Bereich von Trading und Krypto bist, dann empfehle ich dir definitiv nicht Futures zu nutzen, beziehungsweise nutze die Chance, die $50 gratis, um dich hier an Futures Grid Trading ranzutasten und ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber starte erstmal mit Spot Trading und gegebenenfalls DCA Trading Bots. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Hier unter anderem habe ich euch gezeigt, wie ihr einen Copy Trader raussucht, beziehungsweise eine KI-Strategie findet, die mir im Durchschnitt 681% Rendite im Laufe eines Jahres erwirtschaften kann. Und falls du nicht neu bist und bereits weißt, was du tust, wenn es um Futures Trading geht, dann sind die $50 gratis natürlich trotzdem für dich und du kannst sämtliche Profite ausnahmslos, bedingungslos auszahlen lassen. Und kannst natürlich dann immer noch mit deinem eigenen Geld weitere Bots aufsetzen. Wenn du diese $50 bekommen möchtest, dann registriere dich bitte mit dem Link unten in meiner Beschreibung. Das ist wichtig, denn das ist ein Deal, den ich exklusiv für die Community ausgehandelt habe. Sobald du über meinen Link registriert bist und das KYC2 gemacht hast, solltest du am nächsten Tag dann deine $50 Bonus im Account gutgeschrieben sehen und kannst ihn dann für ein Futures Gridbot nutzen. Wichtig ist, dass dieser Bonus lediglich 3 Tage in deinem Dashboard ist. Wenn ihr ihn bis dahin nicht nutzt, dann geht er zurück an Pionex. Du müsst also innerhalb von 3 Tagen ein Futures Gridbot aufsetzen und dieser muss seinen ersten Trade gemacht haben. Dann könnt ihr den Bonus behalten, solange wie euer Bot läuft. Wichtig ist aber, stoppt den Bot bitte nicht. Wenn ihr ihn pausieren wollt, ist das in Ordnung. Sobald ihr ihn aber stoppt, ist das Geld weg. Die Profite selber sind und bleiben aber bei euch. Bevor ich euch zeige, wie ihr euren eigenen Futures Gridbot aufsetzen könnt, welche Settings und Einstellungen es gibt, schauen wir uns erstmal an, wie konkret funktioniert der Futures Gridbot. Also, was ist der Futures Gridbot? Wie der Name schon sagt, ist das ein Gridbot, der auf dem Futures Markt basiert. Und ganz einfach gesagt, nutzt er die Schwankungen einer Kryptowährung aus, um hier Profite mitzunehmen. Und im Gegensatz zu den DCA-Bots, die ich euch schon in meinen vorherigen Videos vorgestellt habe, ist halt dieser Futures Gridbot mit Hebeln möglich und dadurch auch deutlich mehr Profite möglich. Die Kernlogik des Futures Gridbots ist im Endeffekt, je nachdem, was ihr für eine Strategie auswählt natürlich, aber wenn ihr jetzt Futures Gridbot als Long auswählt, ist seine Kernlogik dahinter, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, damit wir entsprechend
Profite mitnehmen. Wenn wir hier zum Beispiel einen Futures Grid Long aufgesetzt haben, werden verschiedene Grids gesetzt, je nachdem, wie viele Grids wir im Endeffekt eingestellt haben. Das können theoretisch nur 10 sein, können aber auch 100 oder mehr sein. Und sobald jedes Mal ein Grid erreicht wird, wird gekauft und automatisch auf den anderen Grid eine Sell Order zusätzlich gesetzt. Sollte der Preis weiterfallen, wird wieder die Kryptowährung gekauft und gleichzeitig eine Verkaufsorder, ein Grid weiter höher gesetzt. Sodass wir hier sogenannte Matched Profits mitnehmen können, die dann jeweils ein Grid entsprechen. Schauen wir uns das einmal ganz kurz im Video an, wie es aussehen würde, wenn wir ein Futures Grid Short hätten. Sobald der Kurs fällt, würden wir immer verkaufen und jedes Mal würde mit dem Verkauf auch eine Buy-Order gesetzt, die ein Grid niedriger ist, da wir ja davon ausgehen, dass der Markt grundsätzlich fällt. Aktuell mit dem aktuellen Markt wäre ich sehr vorsichtig mit Short Futures Grid. Ich persönlich habe alle meine Futures Grid Boards aktuell auf Long gestellt. Ja, es gibt Marktkorrekturen, aber die können wir in der Regel gut abfedern, wohingegen mit Short-Positionen, nur um die Marktkorrektur mitzunehmen, es schon deutlich risikoreicher ist. Jetzt schauen wir uns noch einmal Futures Grid Long an. Also der Markt fällt wieder. Wir kaufen neue Kryptos und es wird jedes Mal ein Grid höher, eine Sell-Order gesetzt. Und so machen wir jedes Mal Profit, wenn der Markt steigt, auch wenn es nur kleine Steigerungen oder kleine Schwankungen sind. Wenn ihr nachher euren eigenen Futures Gridbot aufsetzt, habt ihr im Übrigen nicht nur die Möglichkeit, Long oder Short zu gehen, sondern ihr könnt auch neutral auswählen, was im Endeffekt die Baseline zum aktuellen Marktpreis setzt und entsprechend die Sell and Buy Order basierend auf dem Einstiegspreis setzt. Wie könnt ihr nun mit Pionex und deren Futures Gridbots starten? Wie könnt ihr euren eigenen Futures Gridbot aufsetzen, auch natürlich mit dem $50 Bonus, die ihr über meinen Link bekommt. Was bedeuten die ganzen Einstellungen? Und selbst wenn du keine Ahnung hast, zeige ich dir, wie du eine KI-Strategie einfach selber implementieren kannst oder auch andere Strategien komplett kopieren kannst. Also das allererste, was ihr macht, ihr geht unten auf den Link, registriert euch und macht am besten direkt euer KYC 2. KYC 1 würde an der Stelle reichen. Dort müsst ihr ausschließlich euren Namen einmal eingeben und euren Wohnort. Bei KYC 2 müsst ihr bereits Dokumente hochladen. Aber wenn ihr die $50 haben wollt, müsst ihr KYC 2 abschließen. Und dann am nächsten Tag solltet ihr euren $50 Bonus drauf haben. Die findet ihr dann hier unter Account und dann bei Pionex Bonus. Unter Account könnt ihr dann im Übrigen auch über Deposit einzahlen in diversen Kryptos oder über Buy Crypto könnt ihr dann auch mit der Fiat-Schnittstelle Kryptos kaufen. Wer seine App nicht so gerne auf Englisch hat, der kann auch einmal in Settings gehen, App Settings und dann hier Language Settings und kann das auf Deutsch umstellen. Ich lasse meine App in der Regel auf Englisch, aber für euch mache ich das jetzt einmal auf Deutsch. Danach geht ihr unten auf Trade bzw. Handeln und könnt dann auswählen, welchen Bot oder was für einen Bot ihr erstellen wollt. Ihr könnt natürlich auf Pionex auch manuell traden, sowohl Futures als auch Spot. Aber in dem Fall wollen wir uns um die Bots widmen und insgesamt hat Pionex über 16 verschiedene Bots. Wir fokussieren uns heute auf den Futures Gridbot. Da klicken wir einmal drauf und dann könnt ihr hier oben einmal das Trading-Paar aussuchen, was ihr traden wollt. Die sind hier auch nach Trading-Volumen gelistet, also die Trading-Paare mit dem höchsten Trading-Volumen sind oben und die weiteren dann unten. Wir nehmen jetzt für den Beispiel einmal Uniswap und dann seht ihr hier schon, dass ihr eine Strategie kopieren könnt. Das sind AI-Strategien, also künstliche Intelligenz. Und ihr könnt zwischen Long, Short oder Neutral wählen. Zur aktuellen Marktsituation empfehle ich euch ausschließlich Long zu gehen. Beziehungsweise ist es das, was ich mache. Denn selbst bei Marktkorrekturen, so wie wir aktuell gerade haben, können wir diese relativ einfach abfedern. Hingegen, wenn wir versuchen, die Marktkorrekturen hier mit Short Grids zu meistern, ist das deutlich riskanter. Aber natürlich alles euch überlassen. Ich gehe auf jeden Fall mit Long und dann habt ihr hier verschiedene AI-Strategien. Einmal ein X5, ein X10 und X15.
die könnt ihr einfach über Bord kopieren draufgehen. Ihr müsst schauen, welchen Leverage ihr nehmt. 5x hat natürlich das geringste Risiko einer Liquidation, wobei 15x hier, wie ihr auch sehen könnt, aggressiver ist und entsprechend ein höheres Risiko eines Totalverlustes mit sich bringt. Des Weiteren seht ihr auch, wie viel Prozente hier dieser Bot ungefähr gemacht hätte in den letzten 7 Tagen. Es sind lediglich Backtests und je nachdem könnt ihr es euch dann auswählen. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr ein 5x nimmt, braucht ihr grundsätzlich ein höheres Mindestinvestment als mit einem 15x. Also je nachdem, welches Trading-Paar ihr nimmt, wie viel Budget ihr habt fürs Investieren, habt ihr eventuell gar nicht die Möglichkeit, ein bestimmtes Trading-Paar mit 5x zu traden. Euch bleibt dann übrig, entweder höhere Leverage zu nehmen oder ein anderes Trading-Paar. Ich nehme jetzt an der Stelle einmal ein 15x und wir würden einfach hier auf Bot kopieren klicken. Und dann seht ihr schon sämtliche Einstellungen, die ihr euch bitte noch einmal genau anschaut, um zu schauen, ob ihr die Strategie schlussendlich wirklich kopieren wollt. Ihr seht, dass im Backtest der letzten 7 Tage hier knapp 2000% erwirtschaftet wäre, mit einem maximalen Drawdown von 4,6%. Der Bot kann aktuell 8,6 bis 9,9 Dollar im Price Range abfedern. Das heißt, alles, was über oder unter dieser Price Range ist, kann nicht mehr von dem Bot getradet werden. Was nicht heißt, dass der Bot komplett stoppt, aber es werden keine neuen Orders aufgemacht. Es kann dennoch aber sein, dass ihr offene Positionen habt, die dann zu einer Liquidation immer noch führen könnten. Achtet also bitte darauf. Schaut euch eure Bots, wenn ihr die aufsetzt, regelmäßig an, um zu schauen, sind sie noch im Price Range oder nicht. Und justiert gegebenenfalls. Ich zum Beispiel, je nach Marktsituation, mache das in der Regel einmal morgens und einmal abends, manchmal auch nur einmal im Tag, kurz durchscrollen, schauen, funktionieren alle Bots noch, sind sie noch in der Price Range und wie verhalten sich die Token, wie ist der Chart der Token aktuell. Dann seht ihr auch noch, wie viel Profit ihr pro Bitter, also pro Grid macht. Und die Gebühren, die Trading-Gebühren sind bereits abgezogen, die sind aber super niedrig bei Pionex und nur 0,05%. Pro Trade. Und hier seht ihr, pro Grid würdet ihr entweder 0,17 bis 0,2% Profits mitnehmen. Und dann habt ihr hier auch immer noch mal einen Liquidationspreis, der gerade aktuell nicht angezeigt wird, warum auch immer. Und dann könnt ihr hier unten euer Investitionsbetrag eingeben. Ihr seht hier auch in ganz klein, was der Mindestbetrag ist. In meinem Fall wären es 56,2 und ich könnte den Bot starten und dann seht ihr jetzt auch den Liquidationspreis. Wenn das jetzt hier euer Mindestbetrag ist, ich würde immer ein kleines bisschen höher gehen, denn wenn der Preis sich ändert, ändert sich auch der Mindestbetrag und das kann dazu führen, dass der Bot aufhört zu traden. Also wenn hier 65,2 ist, würde ich zum Beispiel mit 70 starten. Und sobald das erledigt ist, könnt ihr einfach auf Erstellen drücken, wenn ihr damit zufrieden seid. Wichtig, schaut euch immer den Liquidationspreis an. Habt den Chart im Auge, sodass hier der Chart nicht in der Nähe von 8 Dollar kommt. Sobald dieser Liquidationspreis erreicht ist, werdet ihr liquidiert und verliert euer komplettes Investment. Beachtet auch, dass dieser Preis lediglich ein geschätzter Wert ist. Es kann sein, dass es ein kleines bisschen mehr oder ein kleines bisschen weniger ist. Wenn ihr zufrieden seid, klickt ihr auf Erstellen und im Endeffekt war es das. Wenn ihr nicht zufrieden seid, könnt ihr einmal hierauf klicken, nicht zufrieden, passt es an. Und was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt die Settings anpassen bzw. auch rumspielen, wenn ihr neu in dem Bereich seid und einfach schauen wollt, was passiert und wie sich verschiedene Sachen hier unterscheiden. Wenn wir zum Beispiel zu den Grids gehen, könnten wir die Grids reduzieren anstatt 60 auf 30. Und ihr würdet sehen, leider relativ schlecht erkennbar, aber hier über den Slider geht das wahrscheinlich auch. Okay, hier. Würdet ihr sehen, dass meine Mindestinvestition jetzt anstatt 65 auf 31 gesunken ist. Ihr seht also, je weniger Grids ihr nutzt, umso weniger Mindestinvestment müsst ihr haben. Hingegen, wenn wir mehr Grids machen, ist our Mindestinvestment hier anstatt 65 jetzt auf 110. Was sind die Vor- und Nachteile von mehr oder weniger Grids? Mehr Grids bedeutet natürlich, dass Marktschwankungen sensibler mitgetradet werden können. Es wären mehr Trades aufgesetzt und entsprechend
öfter Gewinne mitgenommen. Was aber nicht zwangsläufig heißt, dass mit mehr Grids auch mehr Profite mitgenommen werden. Das ist je nach Marktsituation, je nach Kursverlauf komplett unterschiedlich, denn je mehr Trades aufgesetzt werden, je mehr Tradinggebühren fallen natürlich auch an und entsprechend sind mehr Grids kein Garant für mehr Profite. Aber auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, falls euer Mindestinvestment nicht reicht, hier ein bisschen die Grids zu reduzieren. Dann noch ein weiterer wichtiger Hinweis ist, wenn ihr 70 Dollar jetzt zum Beispiel in meinem Fall investieren würdet, würde meine eigentliche Investition lediglich 38 Dollar und 53 Cent betragen und der Rest des Geldes, die 31 Dollar und 47 Cent, sind als extra Margin. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr hier bei automatischer Reserve das Häkchen rausnehmen und dann 70 Dollar komplett investieren. Dynamischer Marginbetrag könnt ihr zum Beispiel auch auf 0 setzen. Das ist komplett euch überlassen. Seid euch aber bitte bewusst, dass ein Margin oder mehr Betrag in der Margin euer Risiko natürlich auch verringert. Auf der anderen Seite natürlich auch eure Profite verringert. Also wieder hier, entscheidet nach eurem eigenen Risikomanagement. Wir haben jetzt zum Beispiel einen geschätzten Liquidationspreis von 8,016 Dollar. Wenn ich jetzt die automatische Reserve rausnehme und zum Beispiel höher reingehe mit 100, wäre mein geschätzter Liquidationspreis nur noch bei 6,3 Dollar. Wenn ihr keine Margin hinterlegt, ist der Liquidationspreis dann natürlich noch höher. Ich gehe in der Regel mit automatischer Reserve. Dann seht ihr auch noch eure tatsächliche Investition nach Hebelwirkung. Also auch wenn wir jetzt hier eigentlich nur mit 70 Dollar investieren, traden wir im Endeffekt mit 577 Dollar. Dann haben wir noch ein paar erweiterbare Einstellungen. Wir können einen Startpreis eingeben. Also wenn wir zum Beispiel ausgehen, ja, wir sind grundsätzlich long eingestellt, aber aktuell haben wir eine kleine Marktkorrektur. Könnt ihr auch einfach sagen, ihr wollt die Marktkorrektur noch auslaufen lassen. Wenn ihr denkt, ihr wisst einen guten Einstiegszeitpunkt, gebt ihr einfach hier einen Startpreis ein. Und sobald der Preis erreicht ist, fängt der Bot an zu traden. Lasst ihr es leer, fängt der Bot direkt an. Dann habt ihr hier noch ein Slippage Control. Ich lasse das hier immer auf der KI-Strategie. Ihr könnt aber theoretisch auch niedriger oder höher gehen. Umso niedriger die Slippage ist, insbesondere wenn ihr vielleicht ein paar Meme-Coins oder weniger bekannte Coins tradet, habt ihr das Risiko, dass euer Trade nicht zum gewünschten Zeitpunkt eröffnet, sondern deutlich später oder auch gar nicht. Insbesondere wenn der Markt sehr volatil ist und gerade schnell springt. Auf der anderen Seite, wenn ihr hier zum Beispiel ein höheres Slippage angebt, sind natürlich eure Gebühren deutlich höher. Deswegen, ich lasse es immer in der Regel auf KI. Dann, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Take Profit und Stop Loss einsetzen. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt bei Take Profit wollt ihr im Endeffekt sämtliche Profite mitnehmen und stoppt der Bot. Es werden keine neuen Trades aufgesetzt. Und das gleiche bei Stop-Loss, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt gar nicht erst zu dem Liquidationspreis kommen, sondern vielleicht bei 8,2, 8,3 bereits alles schließen, sodass ihr nicht 100% verliert, sondern nur einen Teil, ist das natürlich auch möglich. Ich lasse beides in der Regel frei. Dann gibt es noch einen Grid-Modus, da könnt ihr zwischen asymmetrisch und geometrisch auswählen. Asymmetrisch bedeutet dabei, dass die Abstände zwischen den Grids immer gleich sind von der Zahl her, sprich der Preisunterschied ist immer konstant. Geometrisch hingegen bedeutet, dass prozentual hier die Grids gleich sind. Also je höher im Endeffekt nachher der Preis geht, umso größer werden die Abstände der Grids und so geringer der Preis ist, umso kleiner werden die Abstände. Pionex empfiehlt hier geometrisch zu wählen in einem Bärenmarkt und in einem bullischen Markt asymmetrisch. Wir sind aktuell eher in einem bullischen Markt, also asymmetrisch. Und wenn alles so passt, könnt ihr es dann erstellen. Und wenn ihr dann nachher eure erstellten Bots sehen wollt und die Übersicht, könnt ihr entweder auf Account gehen, dort findet ihr dann sämtliche Bots. Ihr könnt aber auch auf Handeln gehen und auf meine Aufträge und dann seht ihr dort auch sämtliche Bots und könnt Einstellungen vornehmen. Ihr seht zum einen natürlich, wie lange der Bot schon läuft und auch, wie viel Gewinn der Bot aktuell bereits erfahren hat, was inzwischen über 108% sind in diesen 38 Tagen.
Aber wir haben auch aktuell durch die Marktkorrektur einen unrealisierten Profit bzw. Verlust von knapp 95%, sodass wir dann insgesamt auf aktuell 13% kommen, wenn wir den Bot jetzt direkt schließen würden. Ihr seht, dass wir hier oben schon einmal bei deutlich, deutlich mehr Profit waren, über 100%. Und jetzt durch die Marktkorrektur erst natürlich einiges an Verlust mitgegeben habt, aber sobald der Markt wieder steigt, werden hier auch wieder mehr Profite zu sehen sein. Ihr könnt hier auch den aktuellen Preis sehen, was super hilfreich ist, weil ihr da nicht erst nochmal eine andere App aufsuchen müsst oder eine andere Webseite, um zu schauen, wie der Preis ist. Und ihr seht auch den aktuellen Reichweite und euren geschätzten Liquidationspreis. Es ist natürlich jetzt bei Meme-Coins, wie zum Beispiel Pepe, ein bisschen schwierig mit den ganzen Nullen. Aber grundsätzlich sollte der Preis bereits in der Nähe der Grenze der Reichweite sein, passe ich die Reichweite an. Dafür gehe ich dann auf mehr und dann haben wir hier Preisbereich anpassen und könnten dann hier entsprechend Limit hochsetzen oder Limit runtersetzen. Wenn wir das Limit runtersetzen oder hochsetzen, passe ich immer die obere und die untere Grenze an, sodass im Endeffekt der Preisbereich in etwa gleich bleibt. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Grids anpassen, denn gerade wenn der Preis nachher wieder steigt, kann es sein, dass eure Grids zu viel sind für das Investment, was ihr habt. Und dann müsstet ihr hier die Grids anpassen, damit die Änderungen überhaupt möglich sind. Bevor ihr dann nachher auf den nächsten Schritt geht und alles bestätigt, achtet bitte ganz wichtig auf den geschätzten Liquidationspreis und schaut, ob ihr damit konform seid. Im nächsten Schritt würdet ihr aber auch nochmal eine Übersicht bekommen, was ihr jetzt ändern wollt, was vorher und nachher ist und könnt das dann bestätigen. Auch noch wichtig, wenn sich der Preis in der Nähe des Liquidationspreises befindet oder halt entgegensetzt eurer geschätzten Richtung geht, könnt ihr auch, um eine Liquidation zu präventieren, hier auch dynamische Margin hinzufügen gehen. Das heißt, ihr bräuchtet natürlich ein bisschen mehr Kapital und könntet dann etwas Margin hinzufügen. Wenn ihr hingegen einfach nur euer Investment etwas rausziehen möchtet oder nur den Gewinn, das sind zwei verschiedene Sachen, denkt bitte dran, könnt ihr das entweder hier Investment reduzieren oder Grid-Gewinn einlösen. Ich habe schon öfter mal jetzt die Frage bekommen, was ist mit dem Gewinn? Wird das automatisch reinvestiert oder nicht? Nein, es wird nicht reinvestiert. Das heißt, ihr habt keinen Zinseszinseffekt im weiteren Sinne. Aber den Gewinn, den ihr erzielt habt und noch nicht rausgezogen habt, hat dennoch einen guten Vorteil. Denn es wird automatisch in die Margin hinzugefügt, sodass euer Liquidationspreis sinkt. Und wenn euch nachher der Leverage doch zu hoch war oder zu niedrig und ihr euer Risiko anpassen wollt, könnt ihr auch noch hier Adjust Leverage und dann zwischen 1x und 50x wählen. Achtet hier, egal was ihr wählt, immer auch wieder auf euren Liquidationspreis. Wenn ihr ein Futurus Gridbot aufgesetzt habt, empfehle ich euch wirklich, schaut euch mindestens einmal, vielleicht auch sogar zweimal am Tag kurz eure Bots an, passt die Price Range an, wenn nötig, damit ihr hier die Chance einer Liquidation wirklich verringert. Und wenn ihr es eher passiv haben wollt und keine Lust habt, ständig in die Charts zu gehen und die Price Ranges anzupassen, lade ich euch auch gerne ein, meine Bots mitzufolgen. Links unten in der Beschreibung. Der große Vorteil hier, sobald ich meine Price Ranges oder ähnliches ändere, passiert das auch automatisch bei euch. Denkt aber an das Risiko, es sind meine Bots, es sind meine Einstellungen oder in der Regel KI-Einstellungen, die ein bisschen vielleicht adjustiert wurden und nachgebessert wurden. Aber ich übernehme, egal für welche Methode ihr euch entscheidet, keine Haftung für ein eventuelles Risiko. Ansonsten lade ich euch auch gerne in meine Telegram-Gruppe ein, damit ihr dann nochmal up-to-date seid, wenn es neue Informationen gibt. Wenn ich bei meinem Bot, wenn ihr die vielleicht kopiert, auch die Margin gegebenenfalls erhöhe oder ähnliches. Außerdem findet ihr in meiner Telegram-Gruppe auch einen Mitarbeiter von Pionix. Also sämtliche Fragen stehen nicht nur ich euch zur Verfügung, sondern auch Pionix selbst. Neben den gratis $50, die ihr bekommt, wenn ihr euch bei mir unter meinem Link registriert und KYC2 macht, habe ich euch ja auch noch einen Preispool von $2,500 versprochen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie ihr daran teilnehmen könnt und was ihr dafür tun müsst.
Und das Ganze haben wir verpackt in einer Trading Challenge. Die Trading Challenge startet mit dem Release dieses Videos und endet am 9. Juli. Und alle, die über meinen Link registriert sind, egal ob jetzt neu oder schon vorher, sind berechtigt, hieran mitzumachen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr geht auf den Link unten in der Beschreibung und klickt auf den Button Jetzt teilnehmen. Und die 6 Personen mit dem höchsten Trading-Volumen bekommen dann jeweils etwas anteilig aus dem Preispool. Der erste Platz bekommt 1.000 Dollar, der zweite Platz bekommt 500 Dollar, der dritte Platz 400, der zweite Platz 300, der fünfte Platz 200 Dollar und der sechste Platz bekommt 100 Dollar. Dieses Geld ist komplett frei für eure Verfügung. Es ist nicht an irgendeinen Bot oder ähnliches gebunden. Ihr könnt damit natürliche Bots erstellen, ihr könnt manuell traden, ihr könnt es auch natürlich auszahlen lassen. Und sobald ihr an der Challenge teilnehmt, seht ihr auch dann die jeweiligen aktuellen Rankings, die ja auch regelmäßig aktualisiert werden. Ihr seht dann immer hier oben die letzte Aktualisierungszeit, sodass ihr selber auch sehen könnt, welchen Platz ihr aktuell habt und entsprechend, wie viel Geld ihr mit nach Hause nehmen könntet. Die Trading Challenge bei uns ist natürlich noch nicht gestartet. Das heißt, das, was ihr hier seht, sind nicht echte Daten von unserer Challenge. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass ihr seht, wie es aussehen könnte, wenn ihr mitmacht. Also, eure nächsten Schritte unten registrieren, hier einmal euer KYC2 machen, damit ihr eure 50 Dollar Bonus bekommt und danach geht ihr noch einmal auf die Trading Challenge Link, auch unten in der Beschreibung, klickt hier auf Jetzt teilnehmen und setzt eure Bots auf, damit ihr dann hoffentlich einer der glücklichen 6 Gewinner seid. Nun war das Video ziemlich lang und länger als geplant, aber ihr könnt mir ja mal, wenn ihr so lange dran geblieben seid, wissen lassen, ob ihr so lange ausführliche Videos lieber habt oder ob ich das in kurze, knackige Videos in vielleicht 5 Minuten zusammenfassen soll. Würde mich wahnsinnig interessieren und wenn du wissen willst, wie das mit den DCA-Bots funktioniert, findest du hier einen Link.